Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, die Welt brennt, die Menschen hungern, die Preise steigen, die Inflationsspirale geht unheimlich in die Höhe und so geht es auch in die Höhe bei den reichsten Menschen der Welt, während vor einiger Zeit, also ich schätze mal so vor ein, zwei Jahren, die 100 Milliarden Dollar Grenze ungefähr ein Limit war, um in den Club der reichsten Menschen hier aufsteigen zu können, schafft man es mit 100 Milliarden heute wohl kaum noch unter die ersten 10. Ja, wir sehen da Namen unter den reichsten Menschen der Welt, die wir bis jetzt noch nicht gehört haben. Und wir vermissen den einen oder anderen, zum Beispiel Rockefeller oder die Familie Rothschild. Ja, entweder die haben nicht so viel Geld oder die wollen nicht, dass man sie da auf dieser Liste aufführt. Wie dem auch sei, wir vermissen noch etwas anderes. Wir sehen nicht einen einzigen russischen Oligarchen und auch Wladimir Putin ist nicht dabei. Also irgendwie scheint der Reichtum immer noch woanders verteilt worden zu sein und immer größer zu werden. Leute, in diesem Sinne, bleibt am Ball, bleibt stark, bleibt aufmerksam. Lasst euch kein X für ein U vormachen. Wir alle darben, also nicht alle. Irgendwo gibt es ein Dörfchen, da wohnen die Milliardäre. Und denen geht es immer besser. Bleibt wachsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.